Mein Name ist Pitschel Matthias von der Pitschel GmbH in Aldein, in der Nähe von Bozen in Südtirol. Wir sind ein Familienunternehmen, gegründet ca. in die 60er Jahre vom Großvater. Der hat begonnen mit Apfelkistenherstellung. Anschließend ist der Vater, der Paul, von mir in Betrieb gekommen und da hat sich die eigentliche Tätigkeit, was heute ausgeübt wird, heraus ergeben. Zimmereiarbeiten, Holzbau, Treppen, Dachstühle, alles rund ums Holz, rund ums Haus. Beschäftigt sind momentan sind wir 10 Mitarbeiter im Betrieb. Zum Zerkleinern sind wir vor 2 Jahren gekommen, als wir eine neue Abfundanlage mit der Firma Hundecker eingebaut haben. Mit der Firma Hundecker zusammen haben wir eine Komplettlösung ausgearbeitet, einerseits mit der Abfundanlage und mit dem Zerkleiner als Restholzverarbeitung. Holzreste werden einmal von der Abfundanlage verschickt zum Zerkleiner von der Firma Hundecker. Diese haben maximal eine Größe von 20 x 20 x 40 cm. Ebenfalls werden auch Reste von der Baustelle eingeworfen. Da sind vom kleinen Brett bis auch größeren Holzklötzen. Für uns ist wichtig gewesen, für den Zerkleiner, dass wir uns um das Restholz nicht kümmern müssen. Praktisch, dass die Entsorgung reibungslos funktioniert und dass die Abfundanlage immer läuft. Der Zerkleiner ist jetzt seit 2021 bei uns im Betrieb. Er läuft ca. 2 Stunden am Tag und bis heute hatten wir noch keinen Fehler. Das Endprodukt vom Zerkleiner landet im Silo durch die Absaugung. Damit heizen wir die gesamten Gebäude, Wohngebäude, Bürogebäude und die Hallen unserer Firma. Damit sind wir autark, sei es Warmwasser, Heizungskosten, können wir rein mit Hackgut selbstständig abdecken. Die Firma Unter empfehle ich auf jeden Fall weiter. Der Zerkleiner fügt sich perfekt in unsere Abfundanlage ein. Er macht seine Arbeit super. Zusätzlich ist noch zu sagen, vom Angebot bis zur Lieferung, Betreuung, Marketing von der Firma Unter ist einfach spitzenmäßig.